Ja, und wir starten mit einer weiteren Voice-Over-Vlog-Folge. Und was soll ich euch sagen? Wir sind diesmal unterwegs zur Techno-Klassiker für euch. Und zwar, heute bin ich nicht alleine am Start, sondern mit mir an den Mikrofonen für dieses wunderschöne Voice-Over und natürlich auch mit auf der Fahrt, wie ihr gleich sehen werdet, sind die liebe Pilar. Grüß dich. Hallo. Und die liebe Angelina. Hallo. Ja, und ich würde sagen, wir starten einfach mal schlank, wie es immer so ist. Nordrhein-Westfalen, Stau ohne Ende. Mögt ihr auch, ne? Nordrhein-Westfalen fahren ist toll. Super immer geil. Wieder schön. Immer wieder. Das war eine pure Katastrophe. Wie lange sind wir gefahren? Ich glaube, mindestens eine halbe Stunde länger, als wir eigentlich hätten sollen. Ne? Ja, mindestens. Ja. Und, aber Presseparkhaus läuft immer. Wir haben ja tatsächlich, Pilar arbeitet ja mit bei uns bei VDS und dann haben wir dich noch akkreditiert mit. Und dann müssen wir natürlich nichts fürs Parken zahlen, was ja schon mal ziemlich gut ist. Ja. Und dann sind wir auch schon angekommen. Eine meilenweite Lauferei trotz Presseparkhaus. Und hier die Vorhalle kenne ich noch tatsächlich. Und schon die erste Halle hat es ziemlich in sich gehabt, oder? Absolut. Hin und weg. Also die erste Halle ist schon immer so ein richtiges Wow-Effekt, finde ich. So wie letztes Jahr, auch wie dieses Jahr. Ja, da ist übrigens Pillis Favorit hier. Erdbeerköpfchen. Willst du haben irgendwann, ne? Ja, irgendwann schon. Die Mama hatte mal so einen. Oh, 959 Porsche. Und das da war ja auch so ein, ne? Ich weiß gar nicht. Ja, 925 RSR, ich weiß es gar nicht. Nicht, steht da, glaube ich. Ich will es lesen können. Ja, 935, sehr gut. Oder 959, oh, das sind natürlich so Stinger, die siehst du auch sonst nicht auf freier Wildbahn, ne? Das sieht man echt nur auf der Techno-Klassiker. Hattet ihr übrigens mitbekommen, man konnte eigentlich fast jedes Auto da kaufen auf der Messe? Ja. 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 Hätte ich auch direkt einen Favoriten gehabt, zeige ich euch jetzt hier. Oh, den hätte ich ja direkt gekauft. Nein, ne? In Gelb geht das nicht. Bei Gelb hast du mich ja, ne? Bei Gelb hast du mich ja. Ja, ich weiß, du bist hin und weg und ich krieg's kotzen. Nee, da, also der darf in Gelb. Der darf echt in Gelb. Ja. Übrigens, wir haben natürlich zwei Sorten Videos. Einmal haben die Mädels Videos gemacht und die da sind von mir. Die Mädels Videos erkennt ihr daran, dass die Pili keine saubere Linse hatte und so einen netten Vintage Blur auf der Linse hat. Was ist das da eigentlich für eine Karre gewesen? Naja. Hier schön Oldtimer Magazin, fand ich auch voll cool gemacht, den Stand, um ehrlich zu sein. Lese ich tatsächlich auch mittlerweile gerne. Früher war das so ein Altherrenheft für mich. Das sollte dir jetzt was sagen. Ach, toll. Oh, oder hier eher so, ne? 993, wie mein Papa hatte. Nur halt in Rot, nicht in Schwarz. Guck mal, was die kosten mittlerweile. Das ist doch Wahnsinn. Wahnsinn. Und ich sag's euch hier, das wusste ich auch nicht. Oh. Z1 als Alpina gab's da. Aber ich sag euch daneben, da steht ja was. Ne? Da ist die Angie ein bisschen scharf drauf. Eher. Oh ja, sowas von. Bei E30 ist so ein Traumauto. Da sind wir ja auch jetzt einfach mal ganz schlank über die Absperrung gegangen. Ja. Und dann hat die Angie, ich weiß noch, in diesem Videoabschnitt sagst du folgenden Satz. 4 Zylinder und gib ihm. Saugeil. Aber das hat sie wirklich angetan, so eine Kiste, ne? Also, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen einem neuen M3, so einem G80 oder zwischen einem E30, würde ich mich tatsächlich für den E30 entscheiden, weil ich das Auto einfach so, so schön finde. Ja, und da habe ich mich ja schon in mein zweites Traumauto verliebt, den E46 M3 CSL. Einfach ein absoluter Traum. Ja. Aber so hin und weg. Der war leider schon verkauft. Ich hätte ihn mitgenommen. Ich hätte meine Niere dagelassen und hätte das Auto mitgenommen. Ja, sie war von den Sitzen auch so hin und weg. Also müsste eigentlich den Originalton hören. Boah, die Sitze waren der Wahnsinn. Also ich finde die ja so genial. Ich finde den von innen ja einfach total schön clean. Ne? Ja. Auch dieser eine Knopf am Lenkrad. Mhm. Einfach, ich liebe dieses Auto einfach total. Aber es sind halt, ist halt ja, ab, so gesehen, haben die ja abgespeckt innen drin. Ne? Keine, ich glaube, kein Radio hatte, keine genau, Klima. Genau. Und halt nur die Recaro Pole Positions. Das sind ja dieselben Sitze, die ich im WDCC habe. Ne? Genau, aber das sieht einfach nur... Was hat der gekostet? Wisst ihr das noch? Der hat 249.000 gekostet und für den Preis ist der auch weggegangen. Der war verkauft, ne? Der war verkauft, genau. Ja. Der wurde am nächsten Tag wurde der abgeholt, weil ich habe mich ja mit dem Verkäufer noch ein bisschen unterhalten. Hier, damit kriegt er mich auch, ne? 190er. Oh ja. Oh, die Farbe war ja auch einfach wunderschön. Evo 1, früher hätte ich gesagt, das ist Rentner-Beige-Metallic. Heute ist das einfach nur sexy, ne? Ich habe irgendwie, finde ich, ist die Folierung da, die kam mir so ein bisschen komisch vor, liebe Leute. Kommentiert mal. Kann es sein, dass das nachträglich drauf kam irgendwie oder mal abgezogen wurde? Und das Ding, das ist ja auch richtig wild gewesen, oder? Habe ich das irgendwie nicht mitbekommen? Wo war das denn? Ja, wir das haben uns ja getrennt ab und zu mal. Das fand ich ganz geil. Deswegen, hier, das sind Leitplanken um die Karre rumgeschweißt. Das ist völlig, also wie? So ein Stockcar-Ding irgendwie, keine Ahnung. Guckt euch das an. Das sind richtig echte alte Leitplanken. Und hier auch die ganze Area vom Mercedes-Benz Markenclub. Die sind richtig, richtig cool gewesen. Bei Markenclubs waren ja echt viele unterwegs da, ne, muss man sagen, was ich richtig cool fand. Aber ist euch auch aufgefallen, oh, guck mal, da waren die Mädels gerade, ist euch auch aufgefallen, dass von den Klassik-Händlern selbst, also von den Herstellern selbst, die Klassik-Abteilung eigentlich nur BMW vertreten war. Kein VW Klassik, kein Audi Klassik. Und hier so auch, fand ich auch geil, diese Nippes-Hallen. Ne? War Audi-Tradition nicht mehr da? Oh,
Oh, hier von Twinbush auch ein geiler Stand. Nee, Audi Tradition war nicht mehr da. Krass. Twinbush auch ein mega geiler Stand. Ja, der war echt geil. Ist richtig cool gemacht gewesen. Da kriegt man Lust, eine Hebebühne zu kaufen. Und hier haben wir uns darüber unterhalten. Pilar, weiß ich ganz genau, dass ich sage, das sind Autos, die finde ich einfach nicht schön. Ja, und ich habe gesagt, ich finde die cool, aber ich würde die halt nicht selber fahren wollen. Und was hat Angie dazu gesagt? Angie? Ich würde so richtig... Ich würde damit fahren, ne? So wie die von... Cruella de Vil. Genau, Cruella de Vil. Den Namen kann ich mir einfach nicht merken. 101 Dalmatiner. Ich finde die richtig geil. Da geht es schon weiter in die nächste Halle. Wo waren wir denn da? Ach, hier so Magazine und sowas, ne? Da muss ich ja echt mal vorsichtig sein, bevor ich die Statue kaufe. Muss mein Timo mitschleppen. Ja. Also da könnten wir dich ja echt ab. Und da die, also hier muss ich sagen... Smallland. Das hier war damit das Geilste für mich, ey. Diese Opel-Jungs, das waren so ich glaube, das waren so freie Clubs. Die haben da einfach so richtig geile Stände hingeballert. Und ja. Oh, der Omega, ne? Da bin ich ja richtig in. Oh, saugeil. Bist du doch noch ein Opel-Fahrer? Ey, ganz ehrlich, wenn ich das Geld für so ein Auto hätte, würde ich es fahren. Also, es musste aber schon hier so ein Omega. Ich meine, das war jetzt ein Lotus. Aber hier so ein Ding wäre auch total geil. Das ist ein Rekord gewesen. Hier so einen wollte mein Papa immer haben, Opel GT. Kriegst du aber heute einfach nicht mehr, weil die halt einfach. Oder, oh, Commodore. Einfach ein Träumchen. Das war schon echt gut gemacht. Die Stände sind einfach witzig. Mega. Die Stände waren mega. Also, wenn ich einen Stand machen müsste, ich würde so einen machen halt. Ne? Hier auch die ganzen Italo-Kisten. Hier sieht man wieder der leichte Blur. Das ist ein Mädelsvideo. Ja, die Farbe war eigentlich, war das doch so ein Grün, ne? Und das kam auf dem Video ganz anders rüber. Das haben wir auch da gesagt. Genau, die Farbe war schon echt sehr grün. Und ich fand das total geil, dass ein Skorpion auf der Motorhaube. Weißt du, wofür der Skorpion steht? Nein, tatsächlich. Für Abarth, das ist ein Abarth. Carlo Abarths Sternzeichen war Skorpion, deswegen hat er das als Logo genommen. Okay. Das sind alles Fiat. Aber die Farben hatten mich ja, ne? Das sind ja echt geniale Farben. Ich finde das so schade, dass so Farben heutzutage nicht mehr auf Autos zu sehen sind. Du musst ein Auto aufbauen, was du so lackierst. Oder hier die, das ist so richtig 2000er Opel-Tuner, aber richtig geil. Also richtig geil gemacht mit dem. Die war noch nur am Quatschen da über ihren GTE. Und ich gehe ja gerade in den Motorraum, guckt euch das mal bitte an. Das ist so 2000er Tuner. Also Marketing können die ja, ne? Das kannst du ja sagen, was du willst. Wer Marketing? Opel? Ja, da waren freie Leute, so Clubs, ne? Aber so Marketing, das gut verkaufen, interessant verkaufen, den Stand, dass die Leute zu einem kommen, das meinte ich mit Marketing. Oh, hier, und da sehe ich mich ja eines Tages mit dem Fred, ne, über die Alpen fahren. Schön mit Misetta. Der Arme. Wolltet ihr sowas haben? Ich würde sowas haben. Und da kommt die nächste Halle schon. Ah, hier waren die Fords. Da war stimmt Ford Markenclubs und in dieser Halle ist auch was ganz Spezielles passiert. Ich habe die Bilder und das gesamte Footage extra drin gelassen, Angie, weil da hatten wir ja einen kleinen Zwischenfall. Ein kleiner Zwischenfall? Ja, da ist was passiert. Da wurde jemand von uns entführt. Nein, das hast du nicht gemacht, Timo. Ja doch, aber seht ihr gleich. Oh, Timo. Hier erstmal sehr geil. Lustig. Also da bin ich ja auch echt dabei. Und hier die 40 mit diesem geilen Shelby-Motor. Ja, aber den kannst du ja nicht fahren. Also das Auto könntest du nur besitzen und irgendwo hinstellen und angucken. Den kannst du ja nicht einfach so fahren. Oh. Oh. Also liebe Jungs, ihr wisst, was ihr für ein Auto braucht, wenn ihr hier die beiden Mädels da. Ne? Aber sowas von. Ja. Der ist wirklich schick. Und ich habe auch gesehen, ich lasse euch dann gleich mal quatschen, weil wir sind getrennt an ein Feld gegangen oder beziehungsweise an einen Stand gegangen, wo es ein ganz besonderes Auto gab, was ich auch noch nie in live gesehen hatte. Und, 36, ich hätte meinen mal kaufen sollen, ne? Ja, immer wenn ich so einen sehe, denke ich immer so. Oh ja, den fand ich auch mega, mega geil, ne? Da, mit so Rallye-Umbauten, also so Rallye-Autos und so kriegen die mich halt auch. Das haben wir so, was war das, Fiat? Ich weiß es gar nicht. Die Leute hassen mich immer so dafür, wenn ich sowas falsch sage. Da kommen immer die Kommentare, werden voll geballert. Und hier übrigens das erste Mal, dass mir der irgendwie im richtigen Licht gut gefallen hat, der F40. Ne? Weil der auch einfach in der geilen Gesellschaft da stand. Und mit den Felgen, das ist schon ein geiles Auto. Jetzt nicht das, was mein Traumauto gewesen ist als Kind oder so, aber dann schon eher sowas. Oh, die Corvette. Oh ja. Mhm, da habe ich mich dran verloren. Echt? Ja, da habe ich auch nochmal drauf zurückgefilmt, wie man jetzt sieht. Ich wollte es unbedingt haben. Seid ihr am Stand. Ja, und da haben wir beschlossen, also, dass wir den E30 auf jeden Fall behalten würden und wir würden den verschenken. Auf jeden Fall. Also ich würde eher beide E30 mitnehmen, auch wenn ich alle drei geschenkt bekommen würde. Ich würde den in der Mitte würde ich automatisch verschenken. Verschenken? Ja, ist mir egal. Bleiben wir einfach bei Verkaufen, um es realistischer zu gestalten. Von mir aus, Hauptsache weg mit dem Ding. Finden aber das beide Preise echt nicht schön. Die Preise sind einfach utopisch, ne? 295.000. Ja. Aber der hatte auch, glaube ich, nicht mal die 50.000 geknackt, wenn mich nicht alles täuscht. Okay, verstehe. Also der hatte schon sehr wenig Kilometer runter. Ja, ich habe das hier tatsächlich einfach chronologisch reingehauen übrigens. Ja, CSL Hommage. Wer den nicht kennt, 50 Stück gibt es davon nur, ne? Ja. Und 750.000. 750.000 Euro war der Verkaufspreis. Ach du Scheiße. Oh nee. Da, gelber Porsche, da wäre ich ja so Nein. in, ne? Nein.
Echt? Ja, doch, hier doch, rüber, doch. Rüber. Bin ich dabei, bin ich dabei. Wir müssen da rüber gehen. Oh ja. Es gibt Autos, die in Gelb einfach total doof aussehen, Killing, aber... So ja, Brombeerfarbenes ja. G-Modell? Gut, ich stehe ja so auf Brombeerfarben, lila, das Ganze, bin ich ja immer wieder dabei. War schon sehr schön, ja, klar. Aber der war jetzt nicht meine Wunschfarbe, muss ich sagen. Nö, auch nicht, aber fand ich schön. Schöner als das Gelb. Schön anzusehen, auf jeden Fall. Kann man mal machen, meinst du? Ja. Aber wir kommen nachher wahrscheinlich noch zu etwas, was ich viel schöner Jetzt kommt finde. Meine Aufnahme, ohne Blur und ohne Gewische. Und ich sage euch, ich habe das erste Mal gedacht, jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe einfach mal gesagt, ich halte da jetzt drauf, guck mir das Ganze zuerst mal so an und dann mal durch die Kamera. Und das Auto hat mich einfach nicht vom Hocker gehauen. Also ich fand auch gerade jetzt für diese Kotflügel, das sieht alles so ein bisschen so Hot Wheels-mäßig aus und so. Und da, ganz klar, Mädels, bin ich bei euch, wenn dann in Rot, ne? Nicht der Schwarze, wenn dann in Rot, aber hier der Hommage. Das, ja, ich weiß, wo die damit hin wollten und ich weiß, was die damit sagen wollen und was die Hommage daran ist, aber irgendwie, nee. Also mein Auto ist es einfach nicht. Oh, nee, auf gar keinen Fall. Oh, da. Da fand ich es ja total schön, dass innen und außen matchen. Also das fand ich so toll, weil man das heutzutage einfach total selten sieht. Ja, wo gehen wir denn da jetzt hin? Ich weiß es gar nicht, war irgendwas, was wollte ich euch denn dazu? Achso, das ist hier von euch. Das ist meine Aufnahme, da ist Angelina ist weggerannt. Und zwar wie eine Geschichte so, oh mein Gott, ja. Ich finde den Wagen ja einfach total geil, ne? Das ist JP's Porsche, ne? Ja. Ja, also ich finde den ja total geil. Pili mag die Felgen nicht, ich finde die aber tatsächlich echt sehr cool. Ich finde, das passt einfach. Das ganze Konzept dahinter, das passt einfach richtig gut zusammen. Ja, es ist nicht... Trotz dickem Spoiler sieht das nicht too much aus, weil die Farbe mildert es irgendwie ein bisschen ab. Genau. Es wäre so ein Auto, wo es auch voll drüber wäre, wenn jetzt der Innenraum gleich mit der Außenfarbe wäre. Ne? Ganz richtig, genau. Richtig. Ich wollte mich eben sagen, es gibt nämlich ganz wenige Autos, finde ich, wo das so gut zusammenpasst, wenn du die gleiche Farbe hast. Ja. Hier, Porsche Classic Clubs. Ja, das ist auch sehr geil gewesen. Da hatten wir einen sehr netten Kontakt mit den Jungs. Da habe ich mich super lieb unterhalten über die 914er Porsche, die da rumstanden. Und mit den zwei Herren, die da gerade saßen. Denn ich habe mich nicht ganz versehen. Und, auch schön, ne? Da stand von jeder Baureihe irgendwie ein Porsche rum bei denen, ne? Genau, ich glaube, das waren 8 Porsche-Clubs zusammen. Ja, und hier den 914-6, ganz besonderes Auto. Ist der einzige mit 6-Zylinder. Ja. Und ich habe mir auch da erklärt, es gibt auch einen 916, aber davon wurden nur 5 gebaut. Noch seltener irgendwie. Und die sind auch alle irgendwie unterschiedlich. Ja, und da sitzt die Pilar auf dem Traktor. Und die Männer sind schön am Knipsen. Das war so lustig. Wir gehen gleich nochmal drauf zurück. Aber wo war denn das hier? Ach hier, das ist eine Aufnahme von mir gegenüber, weil ihr wart da gerade. Genau, und ich drehe mich rum und dann kam das. Das ist so geil gewesen, ey. Und die hatten aber echt einen Spaß mit uns. Wir haben uns da schön Pralinchen gegönnt. Hier, das sind die Bilder, die wir von denen bekommen haben. Sehr lustig. Und es gab Pralinen und Getränke für uns. Und einfach richtig höflich. Oh, Leute, da war auch einer meiner Favoriten, auch wenn es halt natürlich klar ein E36 ist. Aber ganz besonders, und da seht ihr das, was ich ganz oft mal im Podcast schon erwähnt habe, man konnte das in Wagenfarbe bestellen und später beim Facelift konnte man es abwählen. Ich habe es jetzt übrigens rausgefunden. Okay. Schön 70.000 kostet mittlerweile auch ein E36-3. Wow. Boah, nicht hier, das wäre es ja, ne? Ja. Kannst du besitzen und fahren, Pilar, sag ich dir. Gerade hier bei uns im Sackenheimer Hof, ne? Also hier in der wunderschönen Eifel, kann man dann immer quer übers Feld flügen, sag ich dir. Da sehe ich mich und Freddy den Hund ja auch, ne? Kann schön, ich vollkommen verstehen, wäre ich direkt dabei. Schön Fred sein Köpfchen da raushängen lässt. Also wer Freddy nicht kennt, ist der schwarze Aussie-Labrador-Mix, den wir haben, der etwas zu dicke. Der ist nicht zu dick. Gefüllt mit Liebe. Genau. Hier, Nardi hat einen Stand da gehabt, fand ich super interessant. Super klein, aber fein. Und man konnte sich da die ganzen Lenkräder zusammenstellen und bestellen. Also Timo, du brauchst nur einen Stand mit Heften, dann haben sie dich, ja, ne? Ist so. Ja. Das finde ich von Angie gut. Die Farbe ist halt auch einfach total geil, ne? Und auch die Felgen. Ich liebe die Felgen ja total, ne? Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Doch, das auch nicht. Ich finde, so dieses dezente JDM ist schon cool, aber dieses Übertriebene, wo dann Herzchen überall runterhängen und so, das finde ich ein bisschen too much. Mhm. Aber so dezent JDM-Tuning, schon geil. Ja, bin ich bei dir. Schon also muss, ist cool, wenn es gut gemacht ist, aber wie du schon sagst, dieses Chin-Chin-Ding und dieses übertriebene Hello Kitty-Design-Gedusel und sowas. Ich verstehe die Kultur dahinter, ne? Also, ja, klar, da so ist das nicht. Fall. Aber es ist einfach gar nicht meine Welt. Da hinten der gelbe Evo, das wäre so meiner. Da wäre ich dabei. Dann hier in der Mitte, also es war sehr Porsche-lastig, ne, Mädels? Ja, absolut. Auf jeden Fall. Guck mal, das ist der neue irgendwie und das waren Early 911s oder wie die hießen und das war so eine riesen Rondell aus Porsche, das die da hingeballert hatten. Das muss ein ganzer Club gewesen sein.
da war ja Auto über Auto, ne? Da war kaum sich zu entscheiden. Also ich bin zu einem gegangen und dachte so, wow, den finde ich toll. Ja, der ein Traum. Und dann gehe ich weiter und denke, nein, warte, der. Ist echt so. Also aber wir sind nachher bei einem hängen geblieben, zumindest ich. Echt? Ja. Also mein Favorit aus der Runde ist ja der Jägermeister hier, ne? Das ist schon brutal. So was schön, weißt du, fährst du auf der Autobahn, kommt so ein Ding hinter dir. aber mein Favorit kommt ein bisschen weiter hinten. Ich habe mich noch zweimal umentschieden, muss ich sagen, weil das war echt Porsche-technische Reizüberflutung. Ja. Immer wenn ich sowas mir angucke, ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber dann denke ich mir, alle BMWs verkaufen, erstmal Porsche kaufen. Ja, der Rote hat es mir erst zuerst angetan und dann habe ich gedacht, wenn fetzig, dann richtig, und zwar der Orangene. Also Orange finde ich ja auch nicht auf allen Autos geil, ne? Aber auf einem Porsche sehe ich das schon. Siehst du, ja doch. Ist wie auf dem Mini oder so, da geht das. Mhm. Oder hier der weiße Turbo. Mhm. Oh Gott. Ja, also irgendwie ein Weiß gefallen mir gerade gar nicht. Weiße Porsche finde ich auch gar nicht schön irgendwie, ne? Also den fanden wir auch gut, ne? Oh ja, so. Aber bei grünen Autos bin ich sowieso und in. Und da war ich dann total in, weil ich mir dachte, okay, die Farbe kommt, also sind wir wieder bei so einem bärigen. Und dann habe ich mich aber überlegt, ich habe ja schon mal einen E36 in der Turner Violett und ich finde Türkis halt auch so toll. Also die Überlegung war dann den türkisen Porsche und den Daytona violetten E36. Die nebeneinander, das wäre schon geil. Ja. Saftig. Also das sähe schon cool aus. Ja. Das wäre schon sehr sexy. Und die Kennzeichen super geil. Und das Ding fand ich ja richtig krank. Ne? Mhm. Spoiler, wo das Auge hinguckt. Da standen dann die neueren, also es war so cool irgendwie gemacht, wirklich von alt auf neu konntest du so rund gehen. Ja. Ja, da habe ich mir den kurz mal auch nochmal angeguckt von JP. Ah, das hier ist ja immer so ein bisschen auch mein Fave gewesen, ne? Auch wieder weiß. Kann ich überhaupt nicht. Mm-mm. Nee? Nee. Der war Silber. Der war Silber? Mhm, das war ein Silber. Blind? Der sah aber wirklich sehr weiß aus jetzt. Gut. Dankeschön. Oh ja. Cobra IG Interessengruppe Deutschland. Ja, und dann sind wir in die gute alte Mittelhalle gegangen. Oder die Galerie heißt es. Mhm, ja, in der Galerie, genau. Wo früher immer die ganzen Nippeshändler sind an der Essen Motor Show. Schon krass, ne? Das ist ein riesiger Unterschied zur Essen Motorshow. Vor allem der Altersdurchschnitt in dem gesamten Bereich. Ja, das ist, ihr seht es ja auf dem Video, also da bin ich mit 36 schon verdammt jung. Jemand, der da rumläuft. Und es wird zwar immer jünger, man merkt das auch. Oh hier, Citroën. Das ist ja diese Verkaufshalle oder diese Freiklubhalle oder so. Also irgendwie, ich habe mir die Bezeichnung nicht genau angeguckt. Ich meine auch nicht, bin ich ehrlich. Das war auch eine Alpine oder was war das? Oh, Alpina. Mhm. Und gemerkt. Und, in der Halle war doch auch, glaube ich, die 50 Jahre Golf-Ausstellung von so freien Clubs. Das fand ich super cool. Eigentlich ist das wirklich wie so eine, hier genau, da ist das, 50 Jahre Golf. Das ist ja eigentlich mehr fast schon wie so eine private Club-Oldtimer-Interessengruppen-Club-Treffen schon fast, die ganze Messe, ne? Ja, das stimmt. Was ich gut fand an der Stelle. Ich meine, ich hätte mich echt gefreut, wenn da VW Klassik oder Audi Tradition und BMW Klassik war ja da, aber wenn da mehr sowas gewesen wäre, weil ja. Also, fand ich voll schade. In den habe ich mich ja auch tatsächlich ein bisschen verliebt, ne? Echt? Ich finde den ja total schön irgendwie. Ist auch ein schönes Auto, ja. Die Farbe ist so toll. Golf kommt mir immer mehr. Also gut, das hier ist ja jetzt war ein Jetta, glaube ich. Oder war es ein Golf oder ein Polo Plus oder irgend sowas? Ein Jetta war es auf jeden Fall nicht. Leute, einfach in die Kommentare hacken und freundlich bleiben. Manchmal, Leute, wenn man hier so vor so einem Voice-Over sitzt, hier übrigens auch so geil, der Bulli Campingplatz. Einfach mega geil gemacht. Echt mega. Oh, da, ne? Z3 M Coupé für den schlanken Taler von 62.100. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ist sold. Bevor ich 69.000 für ein E36 M3 ausgebe, würde ich mir eher so weit kaufen. Kann ich verstehen. Ja, wäre ich sofort dabei. Schon besonderer einfach und günstiger, ne? Oh, die G-Klasse hat aber ein schönes Rot. Ja. Die habe ich gar nicht so wahrgenommen. Ich auch nicht. Ich habe gerade genau das gleiche gedacht. So, wo war die denn? Die Halle ist so ein bisschen ungemütlich irgendwie. Ja, ich also da bin ich auch sehr schnell durchgegangen. Hier kommen wir jetzt in die Halle, wo so gar nichts für uns war. Oh, war aber die hat immer so einen Flair, finde ich. Ja, ich weiß, was für ein Flair. So Dufre und Kaviar-Flair. Also, ja gut, mit Klavier und Streicher und sowas. Das ist schon, ey. Was ist das eigentlich für eine Karre gewesen? Weiß das irgendwer? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Finde ich auch ganz abstrus und ja, nee, ein MG irgendwas war das, glaube ich, oder? Sieht zumindest zum Ja, vorne ist das Logo drauf, ja. Richtig, aber was das halt für ein Auto ist, ne? Oh ja, der hat mir auch ganz gut gefallen. Nee, aber in weiß. Ihr seht gleich, ich mache gleich nochmal einen kleinen, guck mal, 580.000? Ja, ihr seht hier, ne? Das ist diese, weiß ich nicht, wie soll man das sagen? Also so, das sind sehr viele Vorkriegsautos und hier mit Brunnen und so und da liefen die Leute auch direkt unentspannt darum, fand ich. Ne? Ja, das stimmt. Ja, ein bisschen stimmt. So. Auch wenn das jetzt so ein bisschen klischeehaft klingt. Außer sie da mit ihrem Jogginganzug. Sie war gut drauf. Ja, und hier Paolo hat am Klavier noch einen. Spielt's noch einmal, Charlie.
Ich mag das immer voll gern da. Ist auch schön, gar keine Frage. Oh, lila. Ja. Ich haben. Ich weiß gar nicht. Ja. Und da war noch was hier bei so einem Uhrenhersteller, der hatte sich mal ein nettes Promotion-Auto geholt. Oh, schön. Junghans. Ja, bitte. Jetzt sofort. Das ist schon übelst geil, ne? Mhm. Ja. Immer hier, wieder. Du hast auch gefilmt mit deinem schmierigen Objektiv. Ah, ne, das war Angie, glaube ich. Ja, ich habe irgendwann Angie mal einfach mein Handy gegeben und gesagt, hier, viel Spaß. Ja, Angie, wir sind beide sind da ziemlich hingerannt schnell, ne? Der ist halt auch einfach. Ja, da sieht man es aus der zweiten Perspektive. Ist auch sehr witzig irgendwie, ne? Auf jeden Fall. Und wir gehen in die nächste Halle. Und das war schon tatsächlich, hier gab es noch mehr Nippes und Zeug. Hier gab es, die Dudes fand ich richtig geil. Also das ist so richtig nach meinem Stil. Mhm. Und da die Mädels am Tanzen. Was ich wusste gar nicht, dass du so eine Aufnahme hast. Doch, ne? Das ist das Video, was ich noch gleichzeitig gemacht habe, ne? Ja, hatten wir viel Spaß. Ja, ah ja, genau das. Ah ja, da seid ihr am Tanzen, warum auch immer. Da war voll die lustige Musik, glaube ich. Und ich habe ein bisschen Blödsinn geredet. Minimal. Nur ein so kleines bisschen. Und dann hat die Pilar auch gesagt, dass ich ein bisschen doof bin. Ja, und du wolltest dann Hüte irgendwo anprobieren. Ich habe gesagt, nein. Nee, Hüte anprobieren. Ich wollte unbedingt einen Hut anprobieren und habe es auch tatsächlich noch gemacht. Hab mich aber dann, also der Hut hat ein bisschen gekratzt. Also ich hoffe, keiner hat bei dem Stand einen Hut gekauft. Steht dir aber, kannst du tragen. Das war sau süß. Und du findest das Handy so nachher auf deinem Video, also auf meinem Handy habe ich das Video nachher gefunden und war so, oh, guck mal, wie niedlich. Und da waren wir bei Audi Tradition kurz mal am Stand, aber haben natürlich wieder zum Wichtigen zurückgeschwenkt und zwar zum BMW Classic Stand. Das war wie gesagt der einzige Herstellerstand da und ja, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt oder was ihr da, das sind auch eure Aufnahmen da, was ihr da so abgefilmt habt, auch sehr schön, was ihr da so abgefilmt habt, aber ich hab, hier, was ist das? Die Angie wollte mal ganz kurz vom B7 Turbo den Arsch vergleichen mit meinem. Ach, ich fand den Unterschied jetzt nicht so. Ich habe ein bisschen Blödsinn gemacht. Jedenfalls war da der zweite Goldfisch, der 16 Zylinder E38, E32 Mix, über den alle reden. Und ich habe nicht eine Aufnahme davon, weil mir das Auto überhaupt nicht so ins Gesicht gesprungen ist. Weil mir ich was ganz anderes natürlich gesehen habe. Ja, natürlich E36 ist klar, aber ein ganz besonderer E36, der gleich irgendwann jetzt auf jeden Fall kommt. Ich musste mir erstmal noch den Daytona Violetten angucken. Hier, ich stehe direkt dahinter. Habt ihr das gesehen? E36 M3 Kompakt. Mhm. Guck mal. Das war krass, weil ich habe den auch noch nie in live gesehen. Immer nur in Magazinen oder so. Hier seht ihr das mit den Recaro-Sitzen, mit der doppelflutigen Abgasanlage und so. Das ist so eine Studie, was die mal überlegt hatten. Und glaube ich nachher verworfen haben, weil die gesagt haben, das ist zu teuer oder zu gefährlich, das Auto nachher für den Endkunden. Und super krass auch, das hatte so, also ist ja wirklich nie aus der Studie so rausgekommen, also Studie schon, also nie aus dem, in die Serie gegangen mit, guck mal, diese Lüftungsgitter vorne und ey, ein Achter in Gelb habe ich auch noch nicht gesehen. Richtig, nee, den habe ich auch noch nicht richtig gesehen. Richtig schön. Gelbe Autos ziehen sich ja heute durch wie ein roter Faden, ne? Ja, ohne Scheiß, gelbe Autos sind so was Einzigartiges irgendwie, weil du siehst die nicht so oft, ne? Ja, mhm. Bei uns in der Umgebung sind zwei. Oh, das wäre auch mein Traum, ne? Das wäre so 2002er oder beziehungsweise 216 oder was auch immer es sein kann als kleiner Touring. Ach, ihr habt den auch gefilmt, sehe ich? Ja, ich habe den auch gefilmt. So ein Andi. Mit dem gelben Schaltknopf, einfach brutal geil. Aber es ist mega schön. Geil, ne? Weil nur die Naht auch von den Fußmatten unten ist ja auch gelb und der Rest ist innen drin einfach schwarz. Das sieht super ist das so gut ein aus. 850i Alpina gewesen? In gelb. Boah, dann noch seltener, ist ja ein Einhorn. Was man, ja, nee. Nee, CSI. CSI. Verrückt. Und da waren auch super viele Leute mit so, von so BMW-Clubs. Habe ich mich auch ein bisschen unterhalten mit. Oh, und da, der hat dann auf einmal den Porsche in Türkis abgelöst. Echt? Ja. Ja, der ist auch schick gewesen. Der Lack ist auch einfach traumhaft, das stimmt. Mhm. Ja, muss man sagen. Traumauto. So. E9, richtig? Oder ja. Was? Immer wieder schön, ich will ihn haben. Kann ich mir bitte einer schenken? Ich will ihn. Wir können ja ein Spendenkonto für dich eröffnen. Ja. Oh, guck mal, wie toll. Ach, das ist von innen, oder was? Ja. Ja, das wollte ich eigentlich zeigen, weil ich fand es richtig schön, aber man sieht es einfach nicht. Ja, das stimmt. Das noch mehr Nippes. Jetzt müssen wir hier über die Nippes-Regale reden. Also das, ach, Leute, mit so Magazinen und sowas. Ich hätte ja den ganzen Messetag eigentlich nur mit sowas verbringen können. Ne? Ja, da war ich auch sehr froh, als du irgendwann mal gesagt hast, komm, bring mich jetzt hier raus und wir müssen jetzt hier raus. Ich hatte an dem Abend ja Nachtschicht noch, tatsächlich. Ja. Und wir konnten gar nicht so lange bleiben, wie ich es gerne würde, weil da würde ich mich auch tot kaufen. Ich liebe das, so alte Betriebsanleitung. Ich würde ja so einen Scheiß kaufen für die ganze Halle, ne? Also einfach die ganze Halle damit ausschmücken. Was die Leute aber auch teilweise dafür verlangen, ist fast frech für ein bisschen Papier, ne? Das, ja, stimmt. Das stimmt. Aber hier so eine alte Zapfsäule wäre auch geil. Ja, definitiv.
Für einfach gut. mal haben und anschauen. Aber ist es euch auch aufgefallen, auf dem Video fällt es mir auch wieder auf, dass die Messehallen waren eigentlich relativ leer. Ja, aber das Gefühl hatte ich auch schon währenddessen. Also von der Ausstellungsexponat, von den Exponaten her so. Ja. Und hier war auch irgendwie, keine Ahnung, das war auch so eine reine also es waren wirklich zwei Hallen, wo eigentlich fast nur Autos verkauft wurden. Ne? Gelbes Auto. Gelb. Mhm. Wir hätten mal zählen müssen. Ja. Hier, wer von euch hat mal mitgezählt, wie viele gelbe Autos waren? Dieses Spiel bei gelbem Auto. Huben oder eins. Schon wieder eins. Ja, schreibt mir in die Kommentare, wie viele gelbe, geile Autos der Timo gefilmt hat. Ich bin wie so eine Mücke, ne? Mich zieht das magisch an. Ja, wirklich. Ach, der Preis, 224.000. Ach du Heilige. Lancia Delta Integrale war ein HF auf jeden Fall. Ja, mit sowas kriegst mich ja nicht. Mm-mm. Ich ein bisschen was Modernes stand da auch noch rum. Ja, das war so ganz nett anzugucken. Das Modernste, was ich geil fand, das kommt noch im Schluss. Das habe ich ja ganz am Schluss noch schnell... Habe ich noch schnell gesehen. Kann mich gerade gar nicht erinnern. Oh, die fand ich auch total geil nebeneinander. Wirklich beide Autos so irgendwie, die denselben Vibe haben von zwei verschiedenen Herstellern. E39, M5 und den RS6. Also ich würde nicht mit den E39 RS4. Ich weiß das gerade gar nicht. Ich mag den E39 gar nicht so sehr. Doch, ich finde den total schön. Nee, ich mag die Front nicht so. Ja gut, das kann ich nachvollziehen. Gelbes Auto. Naja. Das ist ein GSR, ein originaler gelb-schwarzer Renner, der sich in Restauration befindet oder fertig restauriert wird und dann auch mal mit läppischen 90.000 also aber daherkommt. Nur die, also nur die Karosse? Mhm. Nur die Karosse, ne? Fertig restauriert. Ah, okay. Und den fand ich richtig geil. DAF Marathon. Stimmt, ja. Ja. Den kann ich mich noch erinnern. DAF, also beziehungsweise DAF, holländischer, jetzt nur noch Nutzfahrzeugehersteller, also hier LKWs und so, ne? Mega geil. Und da, Leute, da ist es. Das Mofa, auf dem ich zu dritt bzw. zu viert genau da drin gesessen habe und meine Füße auf dem Schutzblech hatte und dann hier durch die Eifel geschippert bin früher als Jugendlicher. Und da ist er wieder. Ich wollte euch mal kurz einen kleinen Blick rein. Ach, kurz, zu kurz gefilmt. Oh ja. Auch sehr schön. Mhm. Das war das Auto, wo unten drunter Rost lag. Ne? Das fand ich ja sehr lustig. Da lag Rost drunter? Ja, die haben so wie so ein... Ich dachte, die haben da Rindenmulch runtergelegt. Ja, für mich sah das aus wie Rost, muss ich ja ganz ehrlich so sagen. Oh ja, echt günstig eigentlich, ne? Für so ein schönes Auto. Jo. Ja. Ja. Ach stimmt, da haben wir vorgestanden noch länger. Der E, genau. Mhm. Ah, ja, da Timo im Himmel, ne? Da war ich kurz davor, mir einen Paketpreis machen zu lassen. Ein Paketpreis? Ja. Boah, hier Fiat 500 ist auch, finde ich, super, super geil. Also die alten finde ich ja schöner wie die neueren, ne? Ja. Und dann sind wir schon fertig gewesen. Da konnten wir schon wieder gehen, weil ich musste ja los. Aber einen habe ich zum Schluss noch entdeckt und sind den SL65 Black Series. Stimmt. Oh, mein Need for Speed Traumschnitzel. Oh, ich sag's euch, die finde ich bis heute einer meiner geilsten, also einer der schönsten Mercedes. Ja, danke fürs Zuschauen, liebe Freunde. Und ja, Mädels, das hat Spaß gemacht, oder? Ja, das fand ich schön. Mal auch wieder das ganze Revue passieren zu lassen. Ist jetzt knapp eine Woche her, dass wir uns, auf der Messe waren. Und würde ich sagen, nächstes Jahr wieder, oder? Auf jeden Fall. Ja, sofort. Mit sauberer Linsepilar diesmal, oder? Ich versuch's, du kannst ja vorher putzen. Okay. Leute, wenn wir irgendwas falsch gesagt haben oder irgendwelche Autos nicht erkannt haben und ihr euch deswegen beschwert, schreibt's einfach in die Kommentare. Schreibt's ruhig mit Minute. Ich bin euch da nicht böse drum. Bitte seid nur gnädig mit mir, wie beim letzten Vlog auf der Remise. Als ihr sagt, hier der geile Ami-Venus ist ein Renault Espace 1 gewesen. Ja, es tut mir leid. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.